Das mit den Ständen bauen und so würde ich gerne vorher ausprobieren. Das würde ich AFK offline und so Zeugs alles mal machen. Würde ich mir gleich ein Safe von der Welt erstellen, das vielleicht heute Abend gleich noch mal ausprobieren. Ja, es ist gerade Abend so, für die, die sind zu sirt, aber wahrscheinlich eher nicht so. Früher Abend. Wenn im Hause ist, ist heute wieder Let's Play-Stimmung angebrochen. Was ist bei der heute? Es ist Minecraft. Das klassisch-kulturelle Spiel, bei dem Groß, Klein und Mittel sich erfreuen kann, an 16-Pixel-Grafik, die natürlich meistens aufwertbar ist. Ja, das waren unsere News zu Ich hab keine Hobbys und ich. Und nun schalten wir live zu Lass mich doch in Ruhe. Bis nächstes Mal. Ja, so ungefähr läuft das. So, jetzt habe ich gerade befürchtet, dass das, was ich gerade geholt habe, an Rohstoffen gar nicht reicht. Für diese Masse an ungefähr Land müsste natürlich viel mehr. Ach scheiße, das reicht nicht mal annähernd. Ich und meine Kenntnisse einfach, was Massen angeht, da bin ich ja gleich wieder voll zuversichtlich, dass ich euch vorhin die richtigen Daten genannt habe, was die Mengen anging. Wenn ich mal angucke, was ich hier für Massenvorschätzungen wieder habe. Hat gereicht, auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, das ist so fertig und... Ah! Ja, Moment, hier ist eine Mücke gerade. Alter! Hat mich voll ins Gesicht gestochen. Au! Schade, ist weg. Na, okay. Was für ein Vieh! Ich glaube, es wird dieser Sommer richtig heftig, was die Mücken und so angeht. Wir hatten nicht mal annähernd irgendeinen Winter, der die abgehalten hat zu wuchern und zu existieren. Und wir werden auch Spinnen, die haben wahrscheinlich extreme Populationen haben. Das wird, vielleicht wird sich's ausgleichen. Andererseits, ich... Jetzt habe ich wieder mal Adblock. Bin ich irgendwie geistig nicht mehr ganz labil oder was geht bei mir schief? Also ich bin der Meinung, das wird so richtig, 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 richtig der Nerv. Wenn die, wenn das Sommer anfängt, so Ende April geht es damit so bestimmt los. Ja, da wachsen die ersten Bäume, sehr schön. Wow. Bitte, wenn ich nicht da bin, wachsen. Ich habe einen Fehler gemacht und zwar wollte ich ja... noch ein paar Bäume hier platzieren. So. Hier den ganzen Mist ausblenden und dann haben wir hier unten endlich mal eine Ebene reingebracht. Das ist aber auch schon... boah. 600 Folgen, ja. Nach 600 Folgen hätte ich die Ebene reingebracht. Und ich weiß übrigens immer noch nicht, ich stehe es, ich weiß immer noch nicht, was ich zur Folge 600 machen soll. Das ist kein großartiges Datum, ich habe keine Ahnung, was ich da irgendwie... Ich lasse mir das einfallen auf jeden Fall, aber mal schauen, mal schauen. Wenn ihr Vorschläge habt, wie gesagt, einfach in die Kommentare auf 600 zur Folge. Ich gehe nachher noch mal, also wir haben in Folge... Für alle, die jetzt neuer dabei sind, wir haben in Folge 100 hatten wir... Boah, okay, ich lasse es noch zusammen. Folge 100 war das Never-Spezial. Wir sind mit Never reingegangen, haben mit dem Wolke was gemacht. War das jetzt richtig? Ich glaube Folge 200... Folge 200 war der Rückblick. Stimmt, das war ein Rückblick, da haben wir einen Rückblick gemacht. Folge 300 war die Wanderung, das haben wir in Staffel 2 gewandert. Folge 400 war die Rückwanderung, da sind wir zurückgekommen in diese Region hier. Folge 4 war die Rückwanderung. Folge 500 war das, war der Never. Ja, das war's, stimmt, das war die 4-5. Oh ja, was Folge 600 wird? Ja, warte mal, warte mal. 300 Folgen in der Region. 400 zur Folge da. Wechsel ich jetzt gerade was?
Da haben wir mal, das wäre natürlich jetzt straight, nee, ich glaube nicht, dass wir, nee, Quatsch. Da war von Folge 700 bis 800, ich habe ja gesagt, wir werden das immer im Wechsel machen, wir bleiben 300, ich glaube das war 300 Folgen hier. Kann man gleich sehen. Wir werden immer im Wechsel machen, dass wir eine gewisse Zeit hier bleiben, 200 oder 300 Folgen. Und dann zurückgehen in Staffel 2 und dann nach 100 Folgen wiederkommen. Haben wir ja gesagt, dass wir das so machen. Einfach, um für euch, für mich Abwechslung zu bekommen, neue Landstriche zu sehen. Da hinten ist ja auch kaum was erforscht in der Region, wo wir waren. Das heißt, da kommt man auch schnell mal in neuere Regionen rein. Das war eigentlich der Hauptgrund dafür, dass man, also einer der Hauptgründe dafür, dass man da einmal neue Regionen sieht. Da haben wir auch schon Tempel gefunden gehabt und alles. Das war ja Version 1.6, als wir das hören, zum Beispiel. 1.5 oder 1.6 ist oder was? So. Ja, das Kronisbär hat natürlich auch Fragen aufgeworfen. Also gut, die mir auch so ein bisschen zu prüfen gegeben haben, muss ich ja gestehen. Ich habe keine große Zuschauerbase. Das muss man einfach mal so sagen. Ich habe mit meinen 825 Leuten, die es momentan sind, am heutigen Tage, keine große Zuschauerbase. Es sind keine 10.000, sondern keine 100.000. Es sind einfach nur 800 Leute. Ich bin natürlich jedem dieser 800 Leute dankbar, dass er überhaupt mein Let's Play schaut und es wird sich bestimmt auch noch entwickeln. Aber es ist halt wirklich nichts, wo man sagen könnte, okay, ich habe in diesen 600 Folgen eine Community gehabt, die sich auf ein Let's Play in großer Zahl gefreut hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man jetzt in der Folge 600 ist und wirklich, ich denke mal, 50% aller Zuschauer von bei 90% aller Zuschauer fanden ab Folge 1200 das Play von ihm wirklich langweilig. Es lag an seiner eigenen Art und Weise, wie er war, aus dem Grunde halt, dass es ihm keinen Spaß gemacht hat, da kann man ja gerne Proben haben. Es lag aber auch an der Art und Weise einfach, dass Minecraft nach einer Weile, dass eine Welt einfach, wenn sie voll ist, irgendwann keinen Spaß mehr macht. Weil sie ist voll, du hast ja gemerkt, er ist in irgendwelche Regionen gezogen, weil er selbst gemerkt hat, hier ist alles, ich brauche nichts mehr, ich bin, hab Maschinen, ich hab alles in Riesenmasse. Und, Alter, was war? Das ist natürlich die Frage dann jetzt so. Ab wann ist so ein Let's Play langweilig? Ab wann sagt man sich so, okay, ich beende das Let's Play doch wieder. Es wird niemand jemals ein unendliches Folgen Minecraft Let's Play haben mit 10.000 Folgen oder so. Ich meine, man kann es machen. Klar, ich könnte das sicher machen. Also kein Problem, ich würde das auch sicher schaffen. Hier das Folgen, wenn ich so lange Let's Playen würde, wenn ich mir das als Challenge setzen würde, 10.000 Folgen, ich würde das bestimmt schaffen. Die Frage ist natürlich, würde ich es am Ende noch aus Spaß machen? Und ich glaube, 10, also nur als Zahl, würde niemand durchhalten. Alter. Ich bin mir ziemlich sicher, mal so ohne anzugeben, dass wir sicher in dem Display ja auch die 1000 Folgen schaffen. Das hätte ich früher nicht gedacht, aber mittlerweile doch schaffen wir 100 pro, weiß ich. Es sind ja immer mehr, die das Display schauen. Am Anfang hat es angefangen mit 3 Leuten, die das Display durchgehend geschaut haben. Mittlerweile sind wir bei 50 bis 60 Leuten. Es hat sich also verzwanzigfacht die Anzahl. Und es wird sich sicher auch noch weiter steigern und das, ich glaube, der positive Vorteil ist, also das kann man positiv sehen, kann man auch negativ sehen. Ich glaube, dass der positive Vorteil ist, dass viele Leute erst zu spät reingeschaut haben. Und wenn man wirklich das Let's Play bis Folge... Cool, muss man verschwinden da. Oh, das wollte ich nicht, tut mir leid. Wenn wirklich das Let's Play erst mit Folge 500 anfängt zu schauen, ist die... Wow. Ja, nicht da unten in die Luft. Ich bring dich um. Ernsthaft jetzt. Wo ist der Luft geflogen? Alter, lass mich in Ruhe. Dann nehmen wir eine Folge 500, wenn man mal anschaut, anfängt, dieses Bild zu schauen. Dann brauchen wir natürlich auch eine Weile, bis es einem überhaupt erstmal langweilig wird. Das ist erstmal eine klare Sache. Boah, Alter. Ich mal wieder ein.
Ach, hier ist jemand in die Luft geflogen. So. Und der Grund, warum ich das Thema mal wieder anschneide, ist ja auch aus dem Thema. Es ist wirklich in der Display-Szene eins dieser Themen, über die jeder redet. Dass auch durch dieses Aufhören von dem Gregor Ong wirklich jetzt auch immer wieder im Mittelpunkt gerät. Einfach aus dem Grunde, weil sich ja schon immer die Frage gestellt wurde, kann man Michael Fitz Play unendlich lang machen? Und wie wirklich, das ist immer wieder dieselbe Frage und immer wieder die andere Antwort, selbe Antwort, immer wieder, manchmal aus verschiedenen Perspektiven, manchmal mit anderen Sichtweisen, aber am Ende kommt es immer auf selbe hinaus. Das geht eigentlich nicht. Alter, ich hab nicht der Fuck, was ist denn hier los? Ich hebe hier auf jeden Fall auf das Eisen, dass ich mich nicht, Alter, echt jetzt, bist du gerade dabei, diesen Scheiß, diesen Schokoladenmus-Creme-Joghurt mit Erdbeer-Vanillesoße zu renovieren, und dann kommt hier etwas von drüber, BOM! Hallo, ich bin es, der Creeper! Echt jetzt, so, wir gehen das jetzt ganz ruhig und gelassen an. Ich werde jetzt... Erst einmal werde ich dieses Loch hier schließen. Dann werde ich dieses Loch hier schließen. Ich werde die Creeper nicht anmachen dabei. Nein, werde ich nicht, meine Freunde. Warum werde ich das nicht tun? Aus dem einfachen Grund, da sind wir gerade auf dem Max gehen. So, das hätte ich hier erstmal erledigt. Jetzt habe ich hier kein Kies mehr. Stimmt, wir hatten ja kein Kies mehr. Klasse, dass unser Creeper auf dem Kiesfeld explodiert ist. Genau, das habe ich gebraucht. Aber das sieht cool aus jetzt hier mit der ebenen Fläche. Sieht endlich mal ziemlich gut aus. Hier kann ein Scheiß gebaut werden. Guck mal, was hier jetzt so eine offene Baufläche alles ist. Und hier würde ich dann auch direkt den ersten Eingang zu bauen. So. Direkt so ein bisschen grün einfach. So, da hier noch ein bisschen. So ein schöner, waldiger Eingang. Warum nicht? Warum nicht? So. Und dann irgendwann wird ja auch kein Knochen mehr reinkommen, wenn das alles anfängt zu wachsen. Ich hole mir mal den Knochen hier jetzt ganz kurz, weil der mir ein bisschen... wichtiger ist also zwei Eier und dann werde ich mir hier draus drei Knochen mehr machen und dann werde ich hier mal einen Baum züchten. Flup! So. Muss ich langsam kommt hier so ein kleines Feeling hinein. Ach, ich kann das eigentlich nicht. Tot, 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 nein, nein. Es löst sich aus. Okay. Oh, dann mach ich noch einen. So, hier ist noch, hier ist mir nicht die Luft geflogen, gell? Nee. So, dann mache ich hier noch ein paar Knochen. Und den Baum in die Höhe, das passiert nicht mehr hier. Da ist auch noch Knochen. Hier liegen wir Knochen, warum liegen wir Knochen? Überall sind Knochen, ich hab sie gerochen. Huch! Okay, ist ja nichts gemacht. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, liebe Freunde. Ich baue dann hier in der Kopie mal so einen Marktplatz hin und dann schauen wir mal, wie das hier aussieht.
Bis dahin, adios und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt auch einen Kommentar zu Thema Let's Plays, zu Thema Gronkh, zu Thema Marktplatz, zu Thema was weiß ich. So viele Themen und so wenig Antwort von euch. Schreibt in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss.